Ich denke nicht, dass wir unter 3 Dukaten pro Tag sinken sollten. Nun, dann möchte ich euch nicht beleidigen. Dann solltet ihr die 3 Dukaten bekommen. Kasim lächelt sehr breit, als er den Betrag hört. Denkt er doch dabei, wie er damals bei Sanin mit 2 Silbern pro Tag abgespeist wurde mit Jalan zusammen. Ja, Greldig versucht sich nichts anmerken zu lassen, aber in seinen Augen glitzert es. Ja, würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Da fällt dir sonst alles aus dem Gesicht. Das ist also 2 Silber mit Gefahrenzulage. Das also normalerweise sehr realistisch. Genau, also ein Silber pro Tag, das würdest du normalerweise verdienen. Du kriegst jetzt 3 Dukaten, also das 30-fache. Auf See mehr, aber. Ohne Verhandlung. Also du kannst jetzt an dem Gesicht von Rafik kannst du ablesen, ja, der hätte ja auch 10 Dukaten bezahlt. Ups. Der Oma grinst dir zu und zeigt dir beide Daumen hoch. Ja, geduldig bleibt der Mund kurz offen stehen und versucht sich hilflos zu fangen. Vogel nickt und sagt, da können wir uns ja bald eine Kuh kaufen, wenn wir zusammenlegen. Oh, solltet ihr wieder zurückkommen und dann werden mehrere der Kühe nun möglich sein. Wir werden viele Tage unterwegs sein. Ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Wir sehen uns in schätzungsweise einer Stunde. Ich muss eine Bestellung abholen. Eine Stunde. Ich muss eben laufen und meinen Rucksack holen, aber ich bin auch gleich wieder da. Kapitän, wo denkt ihr uns unterzubringen auf diesem Schiff? Wir haben eine ganze Menge Schlafsäle. Sie sind alle von höchster Qualität. Nun dann, will ich mich zufrieden geben. Kasim geht zum örtlichen Zwerg. Es gibt bestimmt irgendwo einen Zwergenschmied, bei dem er eine Bestellung aufgegeben hat, nämlich einen Klumpen völlig unbearbeitetes Meteoreisen. Ich weiß zwar nicht, was du damit willst, aber hier hast du es. Unbearbeitet. Ich denke, so etwas werdet ihr von euren Geoden kennen. Sie haben ähnliche Vorlieben. Geoden? Ich habe keine Ahnung, was ein Geode ist, Mann. Aber warum gehst du dann zum Schmied? Ich meine, ich kann dir daraus die besten Sachen machen, also wenn du eine Axt brauchst oder ein Schild. Ich brauche es für etwas ganz Spezielles. Ja, hier nimm halt. Ja, nein. Schmeißt Kasim ihm so ein Beutel mit Dukaten auf den Tisch. Vermutlich, keine Ahnung, um den Faktor 1 bis 3 zu viel. Vermutlich, ja. Ja, das ist ihm halt einfach scheißegal. Marschiert dann wieder mit seinem irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Kilo Meteoreisenklumpen im Rucksack zurück in Richtung Schiff. Greldig wird sich definitiv im Hafen mit entsprechendem Feuerwasser eindecken. Er braucht auf jeden Fall einen größeren Vorrat, bestimmt 4-5 Liter, die er sich dazulegen muss. Könnte eine längere Reise werden. Ja, sollst du bekommen. Noch irgendwelche Sachen, die ihr in Janka selbst holen möchtet, Gileon? Ich bin glücklich. Du bist glücklich, habe ich mir gedacht. Kasim hat schon Omar. Brauchst du noch irgendwas? Ah, nee. Omar würde sich die Zeit, die anderen brauchen, ihre Sachen zu sammeln, schon auf dem Schiff sehr neugierig beschäftigen und die beschauen, wie Boltax es auch einst auf der Sulmant hat, wie denn die Elementare hier miteinander harmonieren. Ja, du kannst dir selbstverständlich auch die Elementare angucken. Branzarush, Lamashtu, Alrik, das ist so ein Luftgen, der meistens oben auf dem Achterdeck steht, da wo der Kapitän normalerweise steht. Und kannst dann dich vor allem so ein bisschen mit dem Feuer-Djinn Branzarush unterhalten, der in der Pfeife des Geschützmeisters Rufi schläft. Und da gerade rausgekommen ist, aber du siehst wohl noch so ein bisschen Dampf und Rauch, der aus der Pfeife herausquillt. Philosophieren da wohl gerade über die richtige Menge von Schwarzpulver und siehst da wohl, wie kleine Feuergene oder feuerelementare Geister auf dem Schwarzpulver herumtanzen, ohne dass es gerade explodiert. Außerordentlich interessant. Und so ist Omar sicherlich noch in Zwiegesprächen mit Djinn oder Besatzung Schiffsmitgliedern beschäftigt, bis nach dem sie abgelegt haben und er gar nichts davon mitbekommen hat. Okay, Pryodor. Ja, wenn ich mir an Bord ausreichend Pergament und Tusche besorgen kann, dann sollte ich in der Stadt nichts zu suchen haben hier.
Ja, doch, also du kannst Pergament auf alle Fälle bekommen, wenn du danach fragst. Und ja, Tusche, ja. Zeichen, Material etc. Ja, kannst du alles bekommen. Alles gut. Rogel, du holst deine Sachen? Ich möchte meine Sachen holen und meine Fackeln, die ich vorher außen an meinem Rucksack getragen habe, jetzt in meinem Rucksack verstecken. Damit es nicht so aussieht, als wenn ich einen Brandstift. Ja, gut. Dann könnt ihr aufbrechen. Durch die blutige See in Richtung leicht nach Norden abbiegen, nach Yazirabad, Ras Abris, Farukand und Zorgan. 190 Meilen. Die See hier ist etwas trübmilchig, möchtet ihr meinen. Sie hat sich ein bisschen verfärbt. Aber ihr schafft die Strecke trotzdem, wie angekündigt, an dem einen Tag. Und während ihr dann dort steht und wartet, euch unterhaltet mit den verschiedenen Personen an Bord oder aber miteinander, werdet ihr auch noch einmal kurz angesprochen von verschiedenen Adepten, vor allem Adepto Minor, die dann auf euch zukommen und euch bitten, euch einmal den Rucksack zu geben, mit Ausnahme von Priodur, der wird nicht gebeten, damit on das Zeichen angetragen wird, reingestickt wird mit leicht schimmernden Fäden aus Gold, wobei sie nicht golden schimmern, sondern leicht grünlich oder leicht rötlich, würden sie dann die Zauberzeichen einnähen, sollte ihr es zulassen. Genau, dieser Rucksack hat dann im Prinzip ein Eigengewicht von einem Stein und reduziert das Gewicht insgesamt um das, was die bei ihrer Probe übrig behalten, das wird Frosty jetzt sagen, mal 2. Vermutlich der Einfachheit halber 10, sodass du im Prinzip 20 in Anführungszeichen kostenlose Gewicht Kilogramm mit dir rumschleppen kannst. Mal 3, oder? Mal 2, laut Vegetalchemie. 3 wäre ja sehr stark. Ja, also ich werde das jetzt nicht rauswürfeln. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das sind Adepten. Ich gebe euch dann die 8 Sternchen, also 8 mal 2 sind 16. Sind 16 Kilo, die ihr dann rausnehmen dürftet. Solange das Ding im Rucksack ist. Gut. Dann wird der Weg relativ... also spannend ist es natürlich selbst, wenn ihr auf der Solman seid, aber es ist ereignislos, sodass ihr dann im Zorganer Hafen wieder einlaufen könnt, wo ihr dann auch von zahlreichen Seeleuten empfangen werden, die Solman staunend anblicken. Und wenn ihr dann irgendwann von der Reling heruntertretet, als wäre dies euer Schiff, werden euch auch zahlreiche Leute die Hände schütteln oder verblüfft fragen, welche Abenteuer ihr denn gerade erlebt habt. Kurze Frage, das Schiff segelt nicht auf mundane Weise, oder? Nein, also es hat zwar Segel, aber da sitzen Djinne in den Segeln, die dann für einerlei Luft sorgen. Luftdjinne. Okay, Greldig ist das Ganze höchst suspekt. Er versucht es einzuschätzen. Das Einzige hat zwar einen hohen Wert, aber die Magie dahinter versteht er natürlich nicht und die ist ihm auch höchst suspekt. Dieses Zauberschiff ist eben, ja, also er nähert sich wohl Priodurs Meinung an, dass hier das Ganze nicht mit rechten Dingen zugeht. Ja, und Zorgan selbst könntet ihr dann die Karte abarbeiten und beziehungsweise den Einkaufszettel, den Kasim geschrieben hat. Rafik wird dann selbstverständlich für euch bezahlen, sodass das dann alles nach und nach in euren Rucksack wandert. Und bei einem Kamelstand wird er dann selber ein paar Pferde erstehen, sodass dann eure kleine Karawane über die Landstraße in Richtung Bakrachal und Omdablabad aufbrechen kann. Nach Keshal Fennec. Ich möchte in Zorgan noch dafür sorgen, dass ich beim Maraskaner einkaufe und dass wir genug Reisbällchen für die Fahrt haben. Ja, wirst du auf alle Fälle bekommen. Also, ja, von den 16 Kilo machen wir mal 8 oder 10 für Reisbällchen. Okay. Okay. Ja, die Reise mit dem Pferd, ihr habt jetzt, ich muss gerade mal schauen, nach Keshal Fennec sind es 5 Tage mit dem Pferd,
die ihr auch relativ ereignislos durch Aranien reiten könnt. Die Vegetation ist jetzt im Zar doch karg, ähnlich wie es im Mittelreich auch der Fall ist. Ihr könnt zwar schon einige Felder sehen, die dann auch gepflügt werden von anderen, entweder Stieren oder auch anderen Pferden, die da vorgebunden sind. Also man wird sich da relativ frühzeitig schon an die Bestellung machen, aber dass das aktuell die Kornkammer von Aventurien ist, davon sieht man zurzeit einfach, weil es zar ist, nicht so viel. Es ist alles sehr ruhig, es gibt wenige Tiere, die ihr erkennen könnt, keine Skorpione, die euch belästigen, keine wilden Faunen, die ihr erkennen könnt. Es ist alles sehr ausgestorben, möchtet ihr meinen. Sodass ihr dort auch auf der Reise die 5 Tage an Revenus vorbei, an Yak-Shabbar und dann nach Kishalfenek wenig zu tun hättet, außer die Dukaten zu genießen, die ihr jeden Tag einstreicht. Auf dem Weg wollte ich natürlich ein Reisetagebuch führen und so die Städte beschreiben, die Leute, die mir begegnen und die Landschaften beschreiben. Mhm. Kann ihr die Zeit nutzen, um das Zauberzeichen auf seiner Robe, das ist ein Zeichen der elementaren Bannung, Eis, nur wieder aufzuladen, um eine weitere Stufe Kälteresistenz durch diese Robe zu erhalten. Kasim? Ja. Kasim, das ist korrekt. Ihr könnt sticken? Ich kann leider nicht sticken. Ich habe diese Stickerei anfertigen lassen und appliziere die magischen Muster in diese Glyphe. Bedauerlich. Ich fertige meine Zauberzeichen für gewöhnlich mit dem Pinsel an. Willkommen im Club. Wie man im Horasreich so schön sagt. Ich war nie im Horasreich. Ich nur als Gast eines Alchemisten, der dort war. Man will das Truhe etwas seltener anschaffen, wenn man sich mit Alchemie beschäftigt. Habt ihr Möglichkeiten, euch sinnvoll gegen die Kälte zu schützen? Pelzkleidung? Gut. Was für Pelzkleidung bekommen wir eigentlich? Also was besorgen wir insgesamt? Also der Kälterüstungsschutz beträgt jetzt 4. Wenn du sie anziehst. Also, der Rüstungsschutz ist gleich BE, oder wie war das? Genau. 1:1, Kälterüstungsschutz gleich BE. Und jede Stufe Kälterüstungsschutz negiert, soweit ich weiß, eine Kältestufe nach Regel des Entdeckers. Eine Kältestufe, genau. Gut, wenn es zu kalt wird, können wir uns immer noch Magie wärmen. Ja, aktuell, wir sind in Aranien. Es ist zwar zar, aber es ist noch nicht so, dass man da jetzt die ersten Kleidungsstücke dann regeltechnisch anlegen müsste. Vor allem, wenn ihr dann aber nach oben steigt. Ihr könnt mir gerne mal eine Wildnislebenprobe würfeln. Alle oder nur eine? Eine theoretische Wildnislebenprobe. Dürft ihr alle würfeln. Vielleicht wisst ihr ja schon ganz grob, was auf euch zukommt. Erleichterung von den passenden Geländekunden? Also, Eis würde ich zur Hälfte zählen lassen, Gebirge voll. Echt runden oder abrunden? Echt. Eieiei, ihr könnt entspannt sein, ich würfel schon mal alle 20 los. So, dann kommen bei mir noch 3 Punkte drauf, wegen der Person. Ja, es gibt Erleichterung, keine echten Punkte leider. Kasim ist sich selbstverständlich im Klaren darüber, was euch erwartet, weil du schon dort oben warst. Gileon, du weißt, dazu kommt nicht nur die Kälte. Pro 200 Schritt Höhenunterschied sinkt die Temperatur um 1 Grad. Bei 2000 Schritt Höhe sind das also 10 Grad. Und laut den Berichten, die du auf unterwegs dir angehört hast, werden es wohl 9000 Schritt sein, die den Gerüchten nach dort oben zu erklimmen sind. 9000 Schritt in die Höhe. Das sind also 50 Grad Kälteunterschied. Das heißt, dort oben, negativ. Also wir sind jetzt aktuell irgendwo bei 10 Grad. Wir werden also die 40 Grad unter Null erreichen. Und das wird sehr, sehr knackig werden. Ja, wir sollten wohl auch noch Lampenöl etc. mitnehmen, dass wir zumindest wärmende Feuer entzünden können.
wollte ich gerade sagen, für Licht kann ich so. Ja, ich habe auch eine Sturmlaterne dabei. Wenn wir wärmen, das Feuer können wir eigentlich unter, oder haben wir die Möglichkeiten dazu, unter jeden Umständen zu entzünden. Vielleicht sollten wir etwas Zwergenkohle mitnehmen, um nun ja die Wärmewirkung längerfristig zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob da oben genug Bäume wachsen. Zusätzlich, Kasim weiß auch, dass es die Höhenkrankheit gibt, die dann irgendwo ab 4000 Schritt erst beginnt. Das ist dann einfach, dass die nächtliche Regeneration dann eingeschränkt wird. Ihr werdet weiter Erschöpfung aufbauen und auch nicht abbauen. Und ihr werdet wohl auch an die körperlichen Grenzen kommen, sodass dann auch eure Attribute irgendwann eingeschränkt werden. Teilweise kann es sogar dazu kommen, dass ihr gar nicht mehr regeneriert. Eine Frage dazu jetzt als Konzilsmagier. Inwieweit bin ich davon auch betroffen? Als jemand, der die Höhe partiell gewohnt ist, aber jetzt seit irgendwie paar Jahren im Tal ist, mit immer nur Kurztrips nach Draconia? Genau. Du wirst wissen, dass du jedes Mal erneut, wenn du dort oben bist, wieder geprüft wirst, wieder getestet wirst. Das wird sich aber abbauen. Also du weißt, wenn man sich da länger aufhält, dann gewöhnt sich der Körper nach und nach dran. Das ist abhängig von der Konstitution, aber man gewöhnt sich daran. Und die werdet ihr auch brauchen. Also selbst wenn ihr den Weg nach oben angetreten habt, selbst wenn ihr dann diplomatische Verhandlungen geführt habt, ihr werdet nicht nach unten klettern können, bevor ihr nicht wieder erholt seid. Ihr werdet da oben mehrere Tage bleiben. Okay, ja, Kasim kommuniziert das natürlich auch an die anderen. Gerade die Sache mit der Höhenkrankheit. Entsprechend ist gute Verpflegung enorm wichtig. Frage, wer hat die geringste Konstitution von euch? Ist das Rogel oder Gillion? 13 oder 12? 12. Okay, dann die Regel besagt, 20 minus die K.O. Sind die Tage, die ihr mindestens dort bleiben müsst. Also 8 Tage wird Omar brauchen, damit er überhaupt wieder fähig ist, abzureisen. Die anderen dann jeweils früher, die werden dann nur 7 Tage oder 6 Tage brauchen, aber Omar wird 8 Tage dort oben rasten müssen, bis er jemals wieder reisefähig ist. Wir sollten definitiv mehr als eine Woche energiereichen Proviant mit uns führen. Ich schlage Pemmikan vor, sofern wir das hier bekommen. Das schmeckt zwar... Ich habe Reisbällchen. Was ist dieser Pemmikan? Der Pemmikan ist eine Mischung aus sehr süßen Beeren und in Fett gekochtem Fleisch. Es schmeckt ungefähr so appetitlich, wie es sich anhört. Aber in Kombination mit Wasser hat man alles, was der Körper braucht. Die Nivesen haben das erfunden. Was Kälte anbelangt, macht denen nämlich keiner was vor. Naja, nur weil es fremdartig ist, muss es ja nicht schlecht sein. Könnten wir das vielleicht selbst kochen? Ist einer von uns kochtechnisch begabt? Nun, ich bin ganz passabel in der Küche, aber... wenn wir ein Besseres haben? Ich habe einmal gelesen, die Nivesen reiben sich mit Fett ein, um sich gegen Kälte zu schützen. Stimmt das? Nein, das ist Unfug. Nivesen tun das nicht. Zumindest die, die ich kennengelernt habe. Das kommt ganz drauf an. Wenn man Bergsteigen geht, kann es sinnvoll sein. Am besten eignet sich in diesem Fall Walnussöl. Walnussfett. Das bei den entsprechenden Temperaturen auch fest ist. Ist auf winterlicher See auch einigermaßen verbreitet und nützlich. Nun, vielleicht sollten wir damit unsere offenliegenden Hautflächen einreiben, um uns vor den schlimmsten Auswirkungen zu schützen. Das Gesicht, die Hände? Nach Möglichkeit sollten wir Handschuhe tragen. Natürlich, aber das Gesicht kann man schlecht schützen. Das ist korrekt. Des Weiteren Schneebrillen. Kleine... Stellt es euch wie Brillen vor, die allerdings nur einen kleinen Sichtschlitz haben. Das Licht dort oben kann durch den Schnee reflektiert so grell werden, dass es einen zeitweise blenden kann. Ähnlich wie... Wo kriegen wir so etwas her? Auch das ist ja interessant. Ja... Können wir diese Brillen selbst machen oder finden wir die vielleicht in einer Ortschaft in der Nähe des Gebirges?
Ich gehe davon aus, dass wir sie dort finden. Allerdings ist das Herstellen jetzt nicht besonders schwierig. Kassim? Ja. Ihr sagtet, ihr beherrscht diese magischen Runen. Ja. Wollen wir uns zusammentun und gemeinsam nun dafür sorgen, dass wir nicht allzu sehr frieren da oben? Ich glaube, wenn wir beide uns zusammentun, dürfen wir mit der elementaren Herbeirufung durchaus einiges an Kälte abwehren können. Das hat nichts mit elementarer Herbeirufung zu tun. Das ist reine. Das ist Zeichenmagie. Ja, auch okay, muss irgendwie funktionieren. Und ihr ruft die Wärme herbei. Das Problem ist, ich beherrsche das Stickhandwerk nicht. Und auf einer Robe lässt sich das nur so anbringen. Nun, es gibt die Möglichkeit, das auf die Umgebung wirken zu lassen. Das hatte ich vor. Dementsprechend. In der Tat, in diesem Fall muss eine Objektsigille angebracht werden, die sofort ihre Wirkung verliert, wenn sie mehr als ein paar Handbreit von ihrem Ursprungsort entfernt wird. Und für eine tägliche Anwendung zum Lageraufschlagen sind die Kosten so exorbitant hoch, dass es sich in keinem Falle lohnt. Vor allem, wenn man noch Kraft für Notfallanwendungen von anderer Zauberei übrig haben möchte. Entschuldigung, er hätte Ortssigille gesagt. Umgebungsvarianten müssen mit Ortssigillen versehen werden, nicht Objektsigillen. Ich dachte mir gerade, dass ihr euch versprochen habt. Ach, Kasim. Ich denke, wir haben unter uns fähige Elementaristen. Wir beherrschen sicher beide den Unitatio. Und mit unseren Fähigkeiten zur Umweltmagie können wir doch sicher gemeinsam für einige Zeit, sofern es denn nötig wird, die Objekttemperatur auf ein angenehmes, sogar heißes Klima. Habt ihr mir nicht zugehört? Die Luft wird dünn. Manche nennen es Ingerims Fluch. Wer zu hoch steigt, hoch genug, um das eherne Schwert zu erklimmen, der wird mit Dummheit und Schwäche geschlagen. Wir klingen nicht das eherne Schwert, für uns ist es die Prüfung der Elemente, um nach Draconia zu gelangen. Aber wir werden unsere Kraft nicht so zurückerhalten, wie wir es gewohnt sind. Auf halber Höhe werden wir enorm sparsam damit umgehen müssen. Alle. Wie gesagt, ich wäre für Zwergenkohle. Ich stimme Bruder Priodor zu. Je mehr wir mit profanen Mitteln abdecken können, desto besser. Wenn jemand vorpräparierte, mit den entsprechenden Glyphen versehene Kleidungsstücke hat, bin ich gern bereit, diese aufzuladen. Aber diese jetzt besticken zu lassen, das kostet Tage. Und das ist für uns nicht praktikabel. Nur ein Tag würde es wirklich nicht dauern, aber da keiner von uns sticken kann, müssen wir wieder anders fragen. Wir könnten eine entsprechende Matrix an ein Objekt binden. Jetzt, da wir noch nicht diesem Ingerims Fluch, wie du es nanntest, unterworfen sind und wir unsere Kraft noch wie gewohnt wiederbekommen. Was ist denn der Plan? Ein simpler Applikator würde sogar reichen, dafür, dass wir es gewollt in der nächsten Woche einsetzen wollen. Ein Umweltzauber, ein Zonenbehafter, Caldofrigo, der über Stunden hinausgeht, was natürlich unsere Notreserve wäre, falls wir es wirklich mal brauchen sollten. Dann könnten wir uns definitiv einen warmen Lagerplatz schaffen. Für einige Stunden. Oh Herr, wohin führst du mich? Ich halte das für nicht praktikabel. Die Kraftmenge, die wir dafür aufbringen müssten, ist gewaltig. Der Caldofrigo ist, was Temperatur anbelangt, leider, wie hat das ein Meister von mir mal gesagt, so ineffizient, dass ohne ihn auszukommen sinnvoller wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Herr Priodor bereit ist, solche Hilfsmaßnahmen anzunehmen. Dementsprechend werden wir in der nächsten Ortschaft auf jeden Fall
diese Zwergenkohlen versuchen zu organisieren oder ähnliches Brennmaterial. In der Tat. Ja, schaden wird das wohl nicht, zumindest da wir jetzt wohl einiges mit uns tragen können.